Hey Leute, ich bin's wieder. Alm ist auch in Ordnung. Nämlich, letztens hat niemand irgendwie richtig was unter die Kommentare geschrieben. Epic Name und so, deshalb werde ich jetzt einfach diese Folge einfach irgendjemand random aus meinen Freunden hier in das Handy geben. Einfach mal so ein bisschen durchgehen und dann. Wer ist das? Dr. August. Schreiben wir ihm eine Nachricht rein. So Leute, wir haben jetzt hier den Stift. Du hast bei einem reinen Gewinnspiel gewonnen. Viel Spaß, abonniere Mr. Overload. So, dann machen wir das noch. Natürlich mit richtiger Grammatik. Und Send. Ja, falls ihr euch fragt, was das für ein Emote ist, das ist wegen Area 51 Raid. Sucht einfach mal, was das war. Das war ziemlich mal geil. Also, los geht's mit dem Video. Maybe I don't understand this. You're changing, no, I can't stand this. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Mr. Overload. Heute zeige ich euch mal, wie ihr ein Netzvideo schneidet. Also das Ganze jetzt ein bisschen basic. Ich werde dazu auch nochmal ein Advanced Tutorial machen. Dazu werde ich heute auch nochmal streamen. Das heißt, ihr könnt mich beim Zocken zusehen. Könnt mir vielleicht neten und ja, wir können vielleicht auch zusammen spielen. Also, lohnt sich auf jeden Fall für euch und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. So, nämlich wie ihr euer Video schneidet. Es gibt verschiedene Stile, die müsst ihr selber entscheiden. Also es gibt Stile, wo ihr dann zum Beispiel total wild editiert. Oder es gibt auch relativ ruhige Stile oder auch ganz ruhige Stile, wo ihr dann so richtig gechillt spielt. Oder teilweise auch uncut. Ja, was ich gerne mache, ich mache gern so ein Mittelding. Das heißt, ich packe so ein paar Effekte zu den Übergängen rein. Outtakes und so weiter tue ich raus oder packe die ans Ende oder so. Ja, ich will euch zeigen, wie ich so ungefähr ein Video schneiden würde, wie ihr ein gutes Video hinkriegt, was nicht so jetzt so richtig schlecht aussieht, so als wäre es mit dem Handy geschnitten oder auf dem Handy gefilmt. Ja, also ihr werdet erstmal ein gutes Aufnahmeprogramm brauchen. Ich würde für PC-Nutzer würde ich OBS nehmen, aber für Handy-Nutzer würde ich Mobizen nehmen. Das Ganze natürlich ohne Wassermarke, das Ganze könnt ihr dann in den Einstellungen einstellen. OBS hat generell keine Wassermarke, da ist das auch relativ einfach. Dazu werde ich auch nochmal ein Tutorial machen, wie man OBS benutzt. Ja, aber wie ihr das Video schneidet, das werde ich euch jetzt zeigen. Nämlich, was ich gerne mache, ich packe am Anfang ein Intro oder davor auch so ein Part, wo ich dann sage, ja, heute mache ich das und das, ich verschenke jetzt ein Skin oder so. Und dann kommt zum Beispiel mein Intro. Das Ganze ist jetzt natürlich ohne Ton, weil ich das Ganze jetzt nicht möchte, dass ihr das Ganze jetzt hört. Weil das Ganze generell ohne Audio ist, weil ich im Hintergrund vielleicht auch noch Musik oder so höre. Deshalb mache ich gerne Videos ohne Ton und schneide den Ton am Ende dann rein. So, ihr seht, wir haben hier einen kleinen Effekt, der geht so kurz. Der sieht eigentlich anders aus. Ich habe jetzt schon mal einen Effekt drauf getan, nämlich den Farbe entfernen. Ja, was ich erstmal machen würde, ist erstmal auf ganze Bildschirmgröße und dann an Anfang gehen. Dann geht ihr auf visuelle Effekte, das kann auch Chroma irgendwas heißen oder so. Das Ganze habe ich auch nochmal im Greenscreen-Video erklärt. Und dann braucht ihr Farbe entfernen oder dieses Chroma-Teil halt, zieht es da drauf. Wählt eure Farbe aus, die ihr entfernen wird. Bei mir ist halt, wie gesagt, rot bzw. schwarz. Dann stellt ihr die Toleranz was höher. Weichheit müsst ihr dann auch adjustieren, halt nicht zu hoch oder zu niedrig. Rand müsst ihr auch mal drauf gucken, wie ihr das haben wollt. So, also ich werde das Ganze so machen, dass ich so einen Übergang zwischen den beiden haben werde. Und das Ganze soll natürlich auch nett aussehen. Deshalb so ungefähr. Ja, das Ganze sieht jetzt immer im Aufnahmeprogramm was laggig aus.
Das ist aber generell bei Aufnahmeprogrammen, also braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, also der Clip, solange der nicht laggig ist. Ihr seht, da teilweise läuft es flüssig, aber bei Schnitten und so kann das sein. Auch wenn ihr einen guten PC habt, kann das sein. Und ja, ihr würdet dann zuerst einmal euren ersten Kill raussuchen, zum Beispiel wie ich jetzt hier mit den Schilden da gekämpft habe. Dann wartet ihr kurz, guckt euch das Ganze an und sucht einen passenden Moment raus. Zum Beispiel ging ich jetzt hier da durch und hab so ein bisschen gewartet halt, wie immer. Bin dann ein bisschen durchgegangen und ja, dann habe ich ihn eigentlich gekillt. So, jetzt müsst ihr ein bisschen zurückspulen, kurz bevor ihr ihn killt. Also so, diesen Moment, wenn ihr in die Blase reinspringt, zum Beispiel, wie ich. So. Also, wir sind an dem Punkt. Ich suche mir den Teil raus, wo ich dann hier bin. Also kurz vor dem Blase werfen und reinspringen. Pack den dahin, in den Übergang. Und ja, dann bin ich halt hier rüber gesprungen und habe ihn dann geone-pumped. Und das ist dann ein guter Kill. Und aufhören solltet ihr, wenn die Schrift, also die ist eliminiert, da weg ist. Also, das hier, dieser eine Teil. So, das solltet ihr dann darauf gehen, wenn es zu Ende ist. Und dann solltet ihr erstmal euren nächsten Kill raussuchen. Also, in meinem Fall wäre das hier ungefähr. Ich würde erstmal so grob abschätzen, damit ihr, falls ihr den Faden nicht verliert, irgendwie zu einem random Moment springen müsst. Ja, ihr seht, ich scope ihn an, laufe durch und schieße. So, immer kurz bevor ihr dahin geht. Also ich würde so ungefähr im Scope machen. Also müsste ich das jetzt wieder raussuchen. Deshalb meine ich, dass ihr den Faden verliert. So, ihr seht, ich bin noch immer in der Blase. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen interessanten Fall. Nämlich den Übergangseffekten. Also hier gibt es eine Menge Sachen. Ihr könnt wischen, ihr könnt irgendwelche Sachen machen, ihr könnt einen Einsatz machen. Das Ganze hier einmal so rüberslidet. Ihr könnt so ein Rad machen. Das sieht aber alles, finde ich, sehr noobig aus. Weil, naja, ist irgendwie nicht so von den modernen Effekten. Deshalb downloade ich mir gerne irgendwelche Greenscreen-Sachen. Zum Beispiel in meinem Fall hier ziehe ich den erstmal wieder richtig dahin. Dann kopiere ich mir den Effekt, den ich am Anfang drauf getan habe. Und packe ihn an dieselbe Stelle und gucke nochmal. Hier. So, da. Ihr seht, ich habe das Ganze jetzt gut hinbekommen. Das ist eine perfekte Sache, was wir da hinbekommen haben. Also der Übergang. Ihr seht, zack, Übergang, zweiter Übergang. Ihr seht, das switcht und ich scope ihn. Also, das Ganze könnt ihr dann wiederholen. Oder wenn ihr nicht immer denselben Effekt nehmen wollt, könnt ihr sogar vorgegebene nehmen oder eigene erstellen. Das mit dem eigenen Erstellen, das werde ich jetzt mal kurz zeigen. Und so ein bisschen in den Clip rein. So, dann suche ich, wo ist mein dritter Kill? Mein dritter Kill, der war da. Aber bei in wo ihr gegeneinander spielt, würde ich das nicht so machen. Also ihr seht, ich werfe es. Lauf ein bisschen rum, das Ganze leckt jetzt, wie gesagt, ein bisschen. Und dann pump ich ihn. So, bis dann würde ich machen. So, ihr seht, da netter Effekt, könnt ihr so lassen. So, also ich habe jetzt diese drei Clips rausgesucht. Das Ganze ist jetzt auch ein relativ schnelles Tutorial. Da ich relativ krank bin und deshalb nicht so richtig aufnehmen kann und so. Ihr seht, es gibt Effekte, die könnt ihr dann da reinziehen. Zum Beispiel hier die Blende. Das Ganze ist ein netter Effekt, aber mein Lieblingseffekt ist, wie gesagt, der Schwarz-Ausblenden-Effekt. Das Ganze würde ich dann auch nochmal überall drauf packen, dass wirklich das smooth aussieht. Dass ihr hier den netten Effekt auch schön drüber habt. Ja, ich werde euch das Ganze auch nochmal gleich im Endresultat
zeigen und dann könnt ihr Musik drüber packen. Die Musik, die werde ich jetzt raussuchen. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt Ton angemacht, das heißt, ihr könnt hören, wie das Ganze sich anhört und ich werde euch das Ganze jetzt mal zeigen. So, an der Stelle seht ihr, ich habe Musik reingefügt, aber wenn ihr irgendwie redet oder so, würde ich die Musik leiser machen. Also wirklich leiser. So, als Hintergrundmusik. Und aufpassen, dass das Audio nicht lauter ist als eure Stimme. Also, das Ganze ist relativ easy, dann würde ich die Musik so ein bisschen mit den Kills abpaaren, dass das Ganze so, wenn so irgendwie ein heftiger Bass oder so ist, oder beim Beat so, also jetzt so. Ihr könnt so einen Remix eine Runde draus machen. Bei diesem Dim. Zum Beispiel könnt ihr dann einen Kill einblenden. Irgendwie könnt ihr dann näher zu diesem Eliminiert den und den gehen. Und ja, das Ganze wäre eigentlich sogar das ganze Tutorial. Ihr könnt das Ganze mit eigenen Stilen kombinieren. Und das Ganze viel interessanter machen. Ihr könnt Verhalten machen. Ihr könnt coole Transitions machen. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Wenn ihr irgendwie ein Video, also wenn ihr danach jetzt ein Video hochgeladen habt und euch denkt, ja, das ist relativ gut geworden, das Video hat mir weitergeholfen, dann schreibt mir den Link einfach mal in die Kommentare, ich gucke mir das an und werde es vielleicht, wenn ihr wollt, einfach mal in mein nächstes Video reinbringen. Und ja, mein nächstes Video wäre dann, wie man mit OBS aufnimmt. Also, tschuh.